und herzlich willkommen zurück zu einem, ich muss es wie alle machen, Minecraft-Video. Nein, natürlich nicht. So, zur Minecraft-Show. In dieser Show zeigen wir euch immer wieder interessante Dinge von unserer Spielwelt. Und dabei ist wieder der gute, liebe Basel. Und der hat mich herausgefordert. Hallo, Basel. Hallo. Er hat nämlich gesagt, du bist ein alter Gamer. Das ist richtig, ich bin ein alter Gamer. Er hat gesagt, Jump and Runs und so waren übrigens nie meine Stärke, muss ich sagen. Und ich soll das jetzt, wir sind hier auf dem Jahrmarkt übrigens, wer das verpasst hat, letzte Folge nochmal reinschauen. Auf unserem fantastischen Community-Server, wenn ihr euch bewerben wollt, einfach regada.link/join. Du merkst, ich drücke mich, ne? Ja, hopp rein. Soll ich dir zeigen, wie man es macht? Nein, ich gucke mir das jetzt erstmal an. Ich muss es erstmal analysieren. Also, klick, 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 klick. Also ich kann dir sagen, der Anfang ist der schwerste Teil. Wenn du den schaffst, dann geht der Rest. So, okay, ich probiere das. Ich kann das. So, wetten werden... Was? Okay. Wo bin ich denn? Du hast es hochgeschafft, irgendwie. Und... Aber jetzt sehe ich nicht, wo es... Warte, wo geht's denn hier weiter? Hä? Ach so, hier ist... Ah, wie soll man das denn sehen? Okay, hier kommt ein Klotz und dann... Ah ja, okay, so. Dann werde ich ja wahrscheinlich... Oh, nee! Jetzt komme ich in den Flugmodus rein. Das war das Problem. Ach so, soll ich dir mal den Flugmodus rausmachen? Ja, mach mal kurz. So, jetzt bist du normal unterwegs. Das glaubst du. Deswegen hast du es nämlich vorher auch hochgeschafft. Bist du ruhig? Was? Nein, das war ja keine Absicht. Weil Cheater haben ja... Was? Wirst du wohl? Eine kleine Laterne in der Hand? Eine kleine La... Warum? Das ist doch... Hier kann ich stehen, dann kommt... Aua! Tut mir doch auch weh! Also du wirst nicht sterben, nach wenn du von oben runterfällst. Nee, aber... Ich krieg ja schon das erste nicht hin hier. Wie soll ich denn den Rest hinkriegen? Liebe Zuschauer, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten... Aua! Das ist zu schnell für mich. Ich habe so eine Reaktionszeit nicht. Gala, du hättest sie viel zu schnell aufgeben. Aber wenn ihr das selber spielen wollt, ne, gala.link/join, und wenn ihr selber so eine coole Idee habt, wie man das machen kann, mir ist schon klar, wie man das macht, bin ich schnell genug. Das ist mein Problem. Na, der Job ist gerade nicht. Das ist der Vorführeffekt hier. Ja. Hä, wieso kommt das so spät raus? Hm? So. Ja, Basel. Nein, Einreißpunkten. Was soll der Scheiß? So, jetzt geht's weiter. Scheiß Einreißfunktion. Gut. Ja. Vielleicht fehlt jetzt der Anfang vom Video. Das sollte natürlich nicht bedeuten, dass ich zu feige war, das zu zeigen oder so. Gibst du mir mal mein Dings weg? Wieder? Mein... Hast du schon wieder. Ah, sehr schön. Gut. Ja, also der Jahrmarkt, da sind wir gerade. Und sollte der Anfang des Videos fehlen, bitte, ich habe sowieso versagt und es war fürchterlich langweilig, sich das anzugucken. So, was haben wir hier? Ein Freefall Tower. Nein. Doch. Ach. F5 bietet sich hier auch wieder an. Ja, schießt den Garda in die Luft. Ah, ich hasse das. Ah. Alter, wieso geht man da nicht ganz rund? Was? Weil die Techniker das gebaut haben. Ah. Oh. Hallo, ich meine, das ist ja schon, wenn man auf die Idee und so, und dann muss man das noch umsetzen und überhaupt, das ist ja 10 Minuten Arbeit gewesen. Mhm, natürlich. Nee, gefällt mir wirklich. Nein, das war jetzt wirklich nicht so schwierig. Dann hier gibt's Stöcke, das kennst du ja sicher, mit das ist so was Mittelalterliches schon fast. Wer zuerst im Wasser ist. Ach so. Ja, und dann kommst du nämlich gleich wieder hier mit deinem komischen Pushback-Schwertbogen und dann liegst du unten. Nein. Ich habe aber jetzt keine... Ja, ich kann dich sowieso nicht... Aua! Ich kann dich sowieso nicht schlagen, aber... Aua! Was? Doch, nein! Siehst du? Gewonnen. Ja, so macht man das. Ich dachte, das wäre ein Nagelbalken. Was hatten wir immer? Nagelbalken. Entweder aus Buchen, aus Eichenholz, also für die Männer aus Eichenholz, für die Pussys aus Buche oder so. Und dann musst du versuchen, mit möglichst wenig Schlägen einen möglichst großen Nagel in diesen Balken reinzuschlagen. Das soll immer so ein Wettbewerb hier auf Dorffesten und so.
Ah, okay, kenne ich gar nicht. Ja, ist ja nicht einfach, ne? Also so zwei Schläge oder so, ohne dass der krumm wird oder dass du daneben haust und so, ne? So. Dann hier ein Angelspiel. Nichts Spezielles, einfach hier zu angeln, den kann man angeln. Kennt man ja auch auf dem Jahrmarkt. Da ist der Angler Fritz. Habe ich übrigens noch nie gesehen auf dem Jahrmarkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ja. Den Angler Fritz nicht. Ich kenne nur den billigen. Ich kenne nur den billigen Jakob. So. Und hier ist noch das Sanitätszelt, falls jemandem was passiert auf den Bahnen. Okay, das ist Lukas natürlich Krankenschwester, ne? Nein, nicht mal. Wir haben ja tatsächlich Leute, die Rettungssanitäter sind. Beziehungsweise auch im medizinischen Bereich tätig sind und die machen sowas hier. Ja, kann man nicht hoch genug anerkennen, dass Leute da tätig sind. Ja, das ist wirklich was ganz Besonderes. Die heutzutage muss einen auf eine Mütze kriegen, wenn sie Flüchtlingen helfen, ne? Und mehr dazu in dem Garderol kommentiert oder wie auch immer die Sendung demnächst wieder heißen wird. So. Dann hat sie hier einfach noch, das ist so ein Hügelinger Teil. Wir haben ja hier noch eine Hügelinger Brauerei. Das ist hier drüben. Auf Six. Nein, das ist der Käse. Also nicht der Schweizer, sondern der französische Käse. Aber da werden wir mal detailliert reinschauen, dass da ja, hat okay. sehr viel zum zeigen. Okay, aber einfach, dass man es auch mal gesehen hat. Mhm. Dann ist noch Oma Hilde hier, die wohnt. Irgendwo, da hinten ist das Haus. Oma Hilde hier, die wohnt? Ja. Wie? Also, sie wohnt hier und heißt Oma Hilde. So. Ach so. Und was hat es mit der Oma Hilde auf sich? Die wurde letztens, was ich glaube, 98 Jahre alt. Ja. Das wird jedes Jahr gefeiert. Das ist ja ein geiler Skin. Sehr schön. Und dann hier die Blumentöpfe. Aber normalerweise so eine Oma, die hat doch dann so Blumentöpfe so auf dem Balkon nach draußen. So unterm Fenster und so. Naja. Gut, dann sollten das unsere Leute mal als konstruktive Kritik anschauen. Es schauen ja auch alle das Video. Also ist selbstverständlich. Die Kritik natürlich angekommen. Da oben fährt die Bahn gerade. Ach, ist das geil. Jetzt verpassen wir sie gerade wieder, weil wir müssen jetzt wieder mit der weiterfahren. Nein, du bist wieder verbaselt hier. Mann. Du bist zu langsam. Und zwar fahren wir jetzt zum Yachthafen. Wir waren doch schon am Hafen, Basel. Wir haben hier viele Häfen. Wir haben den Seestädter Binnenhafen, wir haben den Yachthafen, wir haben den Hafen von Butsch, wir haben den Hafen von Andi Butschdecker. Den Butschhafen, das ist wieder so ein riesengroßes Projekt, das ist halt typisch Butsch. Aber ist es eins, das fertig geworden ist? Also, das sollte jetzt nichts heißen. Das war nur eine Frage. Also nicht, dass man da jetzt sagt, der Geiler denkt, der Butsch wird nicht fertig. Was, wir haben noch eine Minute, bis er zukommt. Ja, was hast denn du da für ein... Ja, wir sind nicht mehr in der Stoßzeit. Ach so. Das geht, glaube ich, nach Sonnenstand, wann die Stoßzeit ist. Ja, oder wenn du dauernd die Uhr immer verstellst, dann kommt das ganze Teil auch durcheinander. Ist ja kein Wunder. Ich will ja nicht sagen, dass mir irgendwie hier der Chef immer die Anweisung dazu gibt. Manchmal habe ich nicht das Gefühl, noch Chef zu sein, aber... Dafür lasse ich ihn wahrscheinlich nicht oft genug raushängen hier. So. Die Beleuchtung gefällt mir. Mhm. Die dezent hier in die Ecken oder Decken verbaut ist. Design Pi Gorgo und Sola. Was Pi? Bi. Also von. Bei. 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 Bei ist Tschüss. Nein, bei. Ohne E am Ende. Aha. Ist ja auch Made by. Oder Made by, So, jetzt haben wir wieder das Ruppel, Ruppel, Ruppel hier. Da ist der Basel und wir sitzen jetzt hier in der Hochbahn auf dem Weg. Was hast du gesagt? Wohin fahren wir? Ich habe schon zum Yachthafen, genau. Ich habe auch eine Attention Span wie eine Scheiß aufs Fliege irgendwie. Sehe nochmal hier die schöne Gegend und die ganzen Gebäude und es ruppelt wieder. Das tut mir auch sehr leid, aber ich weiß aber gerade wirklich nicht, woran das liegt. Also im PC liegt es nicht, aber keine Ahnung. Wahrscheinlich eine Aufnahme. Muss ich mal gucken, ob ich da ein anderes Aufnahmeprogramm nächst nehme, was nicht das das anders abfängt. Das Bild. Jetzt kommen wir in die Wüste. Ja, hier ist die Haltestelle, wo es auch zur Pyramide geht. Das ist ein Projekt von Jule. Ah, die Pyramide haben wir teilweise schon mal angeguckt. Das haben wir, glaube ich, schon angeguckt mit Labyrinth teilweise. Oder im Bau schon angeguckt. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich ganz dunkel erinnern. Aber werden wir auf jeden Fall nochmal hingehen, wenn es dann fertig ist. Genau, wenn sie fertig ist, weil so weit ist sie ja noch nicht. Dann kommen wir jetzt am National Sleep Association. Ich hasse das Wort. Bei der NSA? An der NSA. Ja. Vorbei, das ist das Trainingszentrum. Nicht, dass auf NSA ein GEMA Copyright ist. Da kam uns einer entgegen, wer war das? Hallo! Hier, ich bin der Garda, ich bin am Server. Wenn ich es recht gesehen habe, Flo. Achso, ja, dann bin ich lieber ruhig.
ja, hier ist noch ein wenig halt so alles noch im Bau, also so, wir sind ja noch nicht überall fertig. Was mich wieder an den geilen Bau der chinesischen Mauer erinnert. Das war übrigens damals das 100. Video meinem, oder zum 1000 Abonnenten oder 100 Abonnenten Special. Da habe ich alle Abonnentennamen vorgelesen und irgendwie so war das, ne? Und da haben wir die chinesische Mauer zusammengebaut und das war ein riesen cooles Event auch. Ja, wenn ihr auch, wenn ihr auch bei so geilen Events dabei sein wollt, dann könnt ihr euch bewerben unter gada.link/join. Link ist aber auch in der Beschreibung. Und bitte die Regeln lesen, weil wenn ihr die Regeln nicht lest, ist eure Bewerbung wahrscheinlich so, dass ihr automatisch abgelehnt werdet. Deswegen erst die Regeln lesen, informieren, was hier so an Regeln gilt und ja, da ja, da ja. Was ist hier? Guantanamo? Nein, das ist ein Marinenhafen, der noch aber im Bau ist derzeit. Achso, ja, das haben ein bisschen nach... Also ein Hafen mehr. Noch ein Hafen. Ja. Also wir sind nicht nur bahnaffin, sondern auch seeaffin. Ja, wir haben hier so Leute, die bei den anonymen Bootsbau-Mitglieder sind. Anonymen Bootsbauern. Die ab und zu so einen kleinen Wahn haben an Bootbau. Ich mag ja lieber Raumschiffe. Aber dazu haben wir auch schon ein tolles Video, nämlich die Destiny wurde nachgebaut aus Target Universe. Und das Video ist auch zu finden in meinem Kanal. Und ein sehr schönes Raumschiff geworden. Wer also Stargate-Fan ist. Und wir haben noch andere Stargate-Bauten, dazu aber vielleicht in anderen Videos mal mehr. Ich kann nur sagen, da sind einige Dinge angefangen und nicht fertig geworden, aber es sind auch einige Dinge fertig geworden und die sind richtig cool geworden. Aber wie gesagt, dazu irgendwann anders mal. So, das ist ein Boot, die Enterprise NCC 1701. Ja, das ist jetzt nicht ganz korrekt so, aber... Das ist ein Tonnen-Lego, das ist ein Arbeitsschiff. Muss ich da mal schnell in meine schlaue Liste schauen, von da steht nämlich alles dazu. Ja. Tonnenleger. Ja, ist ein Tonnenlego. Mhm. Sieht man ja auch nicht mehr dran. Steht nichts in der Liste, also können wir nichts Schlaues dazu erzählen. Aber genau. Die ganzen Boote, die hier angelegt sind, so kleine Hausboote und Co. und was das nicht alles sein soll. Genau. Sehr schön. Das ist von unserer Binnenschifffahrt hier die Sachen. Mhm. Dann hier drüben ist ein Trockenwerf, wo gerade ein Boot drin gebaut wird. Das heißt, die Boote werden ja so vorausgebaut im Trockendock und werden dann per Copy ins Wasser transportiert. Ja, und wenn ihr wisst, wo die Enterprise gebaut wurde, und zwar die Weltraum fliegt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Also, wie heißt die Station? Gucken, wie viele Nerds und Geeks wir haben. Wie heißt die Station oder die Werft, in der die Enterprise gebaut wurde? Schreibt das mal in die Kommentare. Und ich weiß, das ist... Captain Sparrow! Mal gucken, das ist ja wirklich. Rein. Das ist ja wirklich. Was soll ich da sehen? Ein Boot. Das Boot, wo er doch ankommt, wo untergeht, wo er gerade so schön rüberläuft. Kann man jetzt im Video wahrscheinlich schwer erkennen, aber gut. Auch selbst daran wurde gedacht. Ja, die Sonne geht unter, der Mond geht auf. Was bedeutet das? Die Folge ist wieder zu Ende. Und was wir auf diesem wunderschönen Yachthafen noch alles entdecken, das ist in der nächsten Folge. Wie gesagt, bewerben könnt ihr euch unter gada.link/join. Da ist alles erklärt. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.